aus der Weihnachtswerkstatt. Heute ist, was heute für ein Wochentag? Freitag. Und der Papa hat heute alleine die Kinder fertig gemacht, weil ich ausschlafen habe dürfen, weil ich gestern so fertig war. Also ich bin hier in der Weihnachtseinpackstation. Die Geschenke zeigen wir euch natürlich noch nicht. Und ich nutze jetzt die Zeit, wo alle Kinder aus dem Haus sind. Es sind wirklich alle aus dem Haus. Der Patrick und die Michelle sind beide in der Schule. Der Patrick hat ja auch noch weiterhin Distance Learning, aber ich glaube, der hat heute Schularbeit, oder? Englisch. Deswegen ist er reingefahren. Und ja, die Michelle hat sowieso Schule und die Kinder, die sehr kleinen Mädels, sind im Kindergarten. Ja, und wir machen jetzt die letzten Sachen für Weihnachten. Weihnachten ist ja schon in 6 Tagen, gell? Voll krass. Oder 6? Ja, 6. Also von uns aus. Wenn ihr das Video seht, weil ihr seht, dass diese Videos immer so 1-2 Tage übersetzt, dann ist schon noch näher Weihnachten. Ja, auf jeden Fall, bevor ich jetzt wieder lange rumlabere, werde ich mir ein Geschenk nach dem anderen zur Hand nehmen und es einpacken. Ich bin mir gerade nicht so sicher, ob mir das ausreicht, aber ich denke schon, oder? Wir haben doch das relativ dickes Papier genommen. Ja, das passt schon so. Na gut, mein Lieben, ich werde jetzt auf jeden Fall mich ans Packen machen. Ich habe nämlich hier einige kleine Paketchen vor mir. Und ja, werde jetzt gleich hochstarten, weil ich habe nur eine Stunde Zeit und Geschenke einpacken dauert. Wie wir wissen, gell? Bei Müller bitten die das gar nicht mehr an, gell? Wegen Corona wahrscheinlich. Ja, Geschenke einpacken. Mhm. Das haben wir vor kurzem gesehen. Ja, ja, es gibt sowas wie Packstationen, das gibt es schon noch, aber nicht im Geschäft selber, die machen das nicht mehr. Ja, na gut. Papa frühstückt hier neben mir und ich packe Geschenke. Sitze ich jetzt aktuell im Büro. Wir haben jetzt die Geschenke wieder verräumen müssen. Ich bin nicht mit allem fertig geworden, weil der Papa jetzt die Kleinen holen gefahren ist und es ist sich jetzt leider nicht ausgegangen. Ich habe mir einfach zu wenig Zeit eingeteilt. Ja, und ich bin jetzt im Büro, weil ich muss das Video weiterschneiden. Wir haben heute nicht so viel geschafft wie sonst immer. Deswegen ein bisschen hier ran an die Arbeit, weil ihr wisst ja, ich habe ja ausgeschlafen. Und deswegen, ja, wenn man, es macht schon einen gewissen Unterschied, wenn man jetzt 2 Stunden länger schläft, anstatt dann sich jetzt ans Arbeiten zu machen. Aber ja, ich brauchte das heute einfach definitiv. Und gerade eben, schaut mal, was gekommen ist. Ha, Puzzlematte. Meine Puzzlematte ist heute gekommen. Das heißt, ich kann mein Puzzle hier aufrollen. Das ist voll cool. Es ist für 300 bis 1500 Stück, also Teilchen, so. Es gibt noch eine größere Matte für diese ganz großen Puzzles. Aber das reicht auf jeden Fall für uns. Ich finde das so cool, weil das kann man dann hier reinrollen und wegpacken. Dann ist es nicht immer so offen da, wenn man ja den Tisch mal wirklich für was anderes braucht. Voll cool. Na gut, ich werde jetzt auf jeden Fall schnell mich hier ums Video kümmern und dann nach nochmal bei euch melden. Schaut mal, wen der Papa nach Hause gebracht hat. Wollt ihr in den Kindergarten? Ja. Und war das schön? Ja. Und jetzt gibt's Suppe. Der Papa hat nämlich lecker Hühnersuppe, oder? Ja. Und ja, ich muss auch mitessen. Ich bin jetzt auch nicht so ein Suppenfan, aber die Suppe schaut lecker aus. Und ich mag auch Backgabs. Und bitteschön. Bitte. Oh, danke, Mimi. Schmeckt's? Kleiner. Mama. Jo? War es spaßig im Kindergarten? Ja! Das hört man, oder? Das war richtig spaßig. Mama? Hm? Ja! Lara, war es spaßig im Kindergarten? Ja! 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 Seid ihr alle da? Ja! Noch müde wart, seid ihr bestimmt jetzt wach, oder? Mit nur diesem Geschrei. Na gut, wir werden auf jeden Fall jetzt mal in Ruhe zum Mittagessen. Du machst jetzt Pfeffer in die Suppe rein. Pfeffer, ja. Das wäre schon lecker. Oh, das ist noch. Dann geht dein Pfiff. Ja.
Ach, ist ein Pfiff. Und schauen wir mal, die Großen kommen erst in 2 Stunden von der Schule. Und bis dahin. Mehr Backessen sicher. Gut. Schaut mal bitte, wie schön meine Mäuse hier spielen. Ich habe verloren. Ich habe das irgendwo gesehen. Das ist sicher nicht weg. Ich glaube, irgendwo bei der Playmobil-Kiste. In der schwarzen. Guck mal, darf ich? Sicher darfst du. So schön spielt ihr gerade, Luisa. Nicht? Die sind so ruhig da im Wohnzimmer. Wir haben dabei hier hinten also den Tisch dahergestellt. Normalerweise steht er ja hier dann. Aber wegen dem Baum. Sehr schön. Was hast du jetzt aufgehängt? Ja. Hast du dir denn einen Sessel da geholt? Ja, da oben. Hast du das für sie geholt? Ja, dann kann ich nicht da oben ran. Und das hast du gemacht? Ja. Wow. Ja, genau. Ist egal. Was ich gemacht habe, ich habe diese Engel gemacht, ich habe diese Engel gemacht. Wow, schön. Das hast du im Kindergarten gebastelt. Wunderschön. Ganz toll. Hallo von uns. Wir haben uns jetzt nicht mehr gemeldet. Oh mein Gott, wir haben jetzt noch gearbeitet. Wir haben nämlich das Video fertiggestellt, also der Papa und ich habe währenddessen wieder am Online-Shop gearbeitet. Wo sonst? Aber ich bin fertig. Das heißt, ich habe auch schon auf Story gesagt, Baby kann kommen. Ich bin fertig mit der Arbeit. Und ja, ich habe jetzt noch die letzten Sachen eingegeben. Diese Notizblöcke, die ich ja bestellt, designt habe, so. Könnt ihr jetzt auch bestellen. Ich werde euch unten in der Infobox den Link nochmal hinsetzen, weil es gibt jetzt eine neue Kategorie, die heißt Büroartikel. Da sind darunter Diamanten-Büroklammern und Kugelschreiber. Also echt schöne Kugelschreiber mit Diamantenkopf. Also alles hier im Diamantenstil. Und dann gibt es auch diese Einkaufsliste und eine mega lange To-Do-Liste. Ja, schaut auf jeden Fall vorbei. Und ja, so, Punkt. Wir sind jetzt noch mal kurz losgefahren. Also die 2 Großen sind mittlerweile schon von der Schule nach Hause gekommen. Die haben auch schon ein Süppchen gegessen. Es ist nicht so spät, wie es ausschaut, aber es ist stockdunkel. Vor allem hier bei uns am Land. Ich kann euch mal einen Blick zeigen. Sieht man da irgendwas? Also man könnte meinen, es ist jetzt irgendwie, ja, weiß nicht, 21 Uhr oder so. Dabei 17 Uhr. Also jetzt, ihr seht, es ist nicht so spät. Wir haben jetzt, wir müssen jetzt das letzte Geschenk holen, weil das ist erst quasi ab jetzt gegangen und deswegen holen wir das jetzt. Das ist nämlich das Geschenk von Patrick und es ist ja ein Ersatzgeschenk. Ich weiß nicht, ob ich das schon erzählt, aber ich glaube schon, ich wollte ja unbedingt eine PS5, habe ich leider keine bestellen können, weil da hat es nicht so viele davon gegeben und ich habe es nicht geschafft, eine zu bestellen. Irgendwie haben die Server auch verkackt. Also ich hatte sie schon im Warenkorb und als ich dann auf Bezahlen gegangen bin, ist der Server down und fertig. Und danach war es nicht mehr verfügbar. Egal, wir haben ein Ersatzgeschenk und das holen wir jetzt ab und dann sind wir fertig. Wir sind fertig. Wir müssen dann nur mehr alles einpacken. Zu Ende einpacken. Ich habe schon gut angefangen, also schon gut. Ja, aber bin noch nicht fertig und ja, das machen wir und dann schauen wir mal danach wieder schnell nach Hause. Und ja, jetzt muss ich das Licht ausschalten, weil der Papa, der ist ein bisschen, das stört beim Fahren. Geschenk ist gekauft, es ist da hinten, es ist ein bisschen groß. Oh. Papa versucht es noch zu verstauen. Ich sag nicht, was es ist, aber ihr könnt ja gerne raten. Wenn nicht, ja. Haben wir noch geschafft, es reinzustopfen. Auf jeden Fall. Wir sind mit Papas großen Auto losgefahren. So, und jetzt ab nach Hause. Oder? Was? Ja. Ist sie denn in Wien im 3. Bezirk? Wir haben hier mal gewohnt. Aber das ist schon wieder Ewigkeit. Jetzt ist die Glocke mal aus. Zum Glück aus. Wir haben hier gewohnt, als der Patrick ein Baby war. Und jetzt hatten wir die Idee, dass sie uns ein Geber holen. Und da haben wir früher gegessen. Also das war, glaube ich, 2005. Ja, so ist halt 2006, ja. Aber seitdem waren wir auch noch ein paar Male da, gell? Ja. Aber nicht mehr so oft. Aber echt cool. Ist halt nicht gerade ums Eck. Das ist ein Markt hier, gell? Ja, wir sind in Wien. I love it. Ja, da gibt es auch Sushi. Wollen wir uns ein Kebab oder ein? Sushi von uns. Mit Schafkäse ohne Zwiebel. Genau.
Ich habe auch gebratene Nudeln geholt. Okay. Und Sushi. Mmh, aus Wien. Und auch ohne Sushi? Mit Soße oder ohne? Besser ohne. Okay, ohne. Ohne. Mit Soße. Ohne. Okay. Das ist Dora. Ja, wir essen endlich jetzt mal im Auto. Schnell. Wenn wir dann. Hast du das jetzt gerade geküsst? Ich bin mal gespannt, Baba hat gesagt, was soll ich mit Käse hier? Das ist einer der besten Kebab in Wien. Im dritten Bezirk. Bei der U-Bahn-Station. Ja, genau, da waren wir Stammkunden in 2004, 5, 6. Stammkunden? Das klingt also so, als wenn wir nur da gegessen hätten. Nur hier. Ja, so nur hier, aber jedes Mal, wenn wir einen Kebab gegessen haben, oder ich, wie bist du daher gekommen? Ich schaffe das gut, oder? So, Mama hat gekocht. Für die Kleinen gibt es gebratene Nudeln. Mit uns schmeckt es anders. Mitzikat? Nee, Fleisch. Magst du kein Fleisch? Nee. Dann tun wir es zurück. Magst du nur Nudeln, gell? Nein. Gib her, die Mami macht es zurück. Und die Großen essen Kebab. So, meine Lieben, wir werden jetzt unser Puzzle auf diese Matte raufrollen. Ich hoffe, dass wir das so gut hinbekommen, dass wir das. Was werden wir da rein? Wir versuchen das Puzzle auf dieses Buch aufzubekommen. Ja, diese Puzzles, die da lose da drin sind, sind. Das ist mein Buch! Nur kurz, Lisa. Das ist zu dick. Wir haben es geschafft. Ich war's, Mami! Ich war's! Macht Spaß! Du bist mit dem Ballon. Macht Spaß. Und wir, Michelle und ich, machen das Puzzle weiter. Auf jeden Fall war das ein Akt, das da darauf zu bekommen. Das war richtig schwer. Ja. Hier ist übrigens Avocado, Maki, Tempura. Hey, meine Lieben, wir sind immer noch am Puzzeln, mittlerweile mit der Lara. Die Michelle ist schon unten in dem Zimmer. Und sie sucht ein Fernbedienung. Ja, sie sucht ihre Fernbedienung. Die ganze Zeit. Und die hat gedacht, dass deine Fernbedienung von mir ist. Es ist meine. Mein Schatz. Auf jeden Fall, die Luisa ist schon eingeschlafen. Die Lara und die Luisa haben nämlich gemalt vorhin. Der Patrick hat ihnen so Einhörner ausgedruckt. Und ja, ich habe ein bisschen daneben gemacht. Zack, die Lara zeigt euch. Ich habe ein bisschen daneben gemacht und da habe ich ein bisschen radiert. Aber das hast du sehr schön gemacht. Ja, das male ich dann später weiter schön. So süß. Auf jeden Fall ist die Luisa eingeschlafen beim Malen und. Dass sie gemalt hat. Genau, die Luisa hat so gemalt. Ja, ein bisschen hat. Und die Luisa haben wir jetzt ins Bett getragen, also der Papa. Und der Papa ist jetzt im Büro, der schneidet noch ein bisschen am Video weiter. Und die Lara hat Bock, mit mir ein bisschen zu puzzeln. Deswegen puzzeln wir zwei. Patrick ist unten in seinem Zimmer und zockt, oder? Was macht der Patrick? Hausaufgaben. Also der lernt, stimmt, der hat am Montag nach Hause eine richtig krasse Schularbeit. Und ja, wie ihr seht, wir zwei sind rüber vom ganzen Team.
Und diese Matte, ich glaube, ich habe sie falsch rum drauf getan. Ich bin mir nicht sicher. Aber ihr könnt ja gerne in die Kommentare schreiben, welche die richtige Seite ist. Oh, das ist dieses dunkelblaue. Mit dem rollen wir das dann auf. Komm her. Das waren da so hier Plastikdinger drinnen und das muss man dann aufrollen. Oh. Warum ist hier weiß und hier nicht weiß? Keine Ahnung, Schatz. Ich habe selber. Da war nämlich keine Beschreibung dabei, deswegen bin ich etwas verwirrt. Na gut, meine Lieben, ich verabschiede mich mal vom heutigen Vlog und wir sehen uns dann morgen wieder.